Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Gold auf High-End-Gaming-Basis. Im letzten Part standen wir unserem Rivalen gegenüber. Große Probleme hatten wir nicht. Meganie, das Signature-Pokémon, hat zwar ein bisschen getankt, aber ansonsten war es eigentlich alles ganz super. Wir haben noch ein bisschen gelevelt. Alpollo müsste jetzt Mitte 30, Anfang 30 auf jeden Fall schon sein. Tauros hat auch noch, ich glaube, ein Level gemacht. Ampharos. Impegato haben wir auch noch gut gelevelt, ich glaube 2-3 Level. Ja, und heute wollen wir jetzt, oder müssen wir leveln, damit wir für die Pokémon-Liga fit werden. Was ich aber nochmal machen möchte, ich möchte aber nochmal wirklich nachschauen, ob wir die TM-Erdbeben wirklich bekommen haben. Einfach nur vorsichtshalber, weil es gibt ja auch noch, weiß nicht, irgendwas ist daran komisch. Deswegen möchte ich nochmal gerne nachgucken. Okay, ich will auch nicht so lange labern, legen wir los. Die Pokémon, die wir treffen, nehmen wir natürlich mit. Ne? Hallo Golbat! Tauros, du darfst? Oh, das hört sich nach Konfusstrahl an. Obwohl, bleiben wir beim Wuchtler. Komm schon, Tauros! Jawohl! Ich weiß gar nicht, wie viel die prozentige Chance, die Wahrscheinlichkeit ist, dass man sich selber verletzt. Muss ich zum nächsten Part mal rausfinden. Hallo Osering! Und was wir auch auf jeden Fall machen werden... Wir werden ein, zwei Attacken beibringen. Einmal Ampharos und einmal Alpollo. Für Ampharos möchte ich den Wuchtschlag nehmen. Und dafür die vier Attacken, ich glaube, Baumwollensaat müsste das sein, wegnehmen. Und bei Alpollo will ich den Horrorblick weghaben und den Spukball erlernen, den wir von Jens bekommen haben in der vierten Arena. Den Wuchtschlag müssten wir eigentlich in Faust, ist das Fausthafen, bekommen haben? Von der fünften Arena. Und Stärke. Ja, das ist schon Stärke. Wuchtler. Weil dann hat Alpollo wenigstens mal eine anständige Attacke und wir haben auch eine Kampfattacke im Petto. Aber ich glaube, Wuchtschlag hat nur 5 AP oder so. Dafür eine Runde Stärke von 120, sicher bin ich mir aber auch nicht. Oder sogar noch mehr. Ich glaube, jetzt ist... Ich weiß nicht, ob es Girock oder ein Gesteins-Pokémon ist oder Rihorn. Ich werde auf jeden Fall auf Server gehen. Ja, das hört sich gut an, hört sich nach Girock an. Und Surfer! Kolbert. Wir wechseln zu Tauros.
Ampharos könnte eigentlich auch unser Signature-Pokémon sein, aber es ist Ampharos. Da kommt der Superschall. Tauros Wuchtler, das kriegst du hin. Jawohl. Natürlich kommt ein Pokémon, war ja klar. Oh, Georock. Georock holen wir uns mit Tauros. Tauros! Surfer! Wird auch höchste Zeit, dass wir gleich ins Pokécenter wieder verschwinden. Ganz gut an. Zack. Na ja, klar. Noch ein Golbat. Diesmal gehen wir auf Flucht. Ich will erstmal ins Pokécenter. Wenn wir dann durchkommen, ist die Frage. Ah ja, klar. Aber irgendwie das Gefühl, in dieser Ebene kommen mehr Pokémon. Oh Gott. Vielleicht 5-6 Schritte, dann kommt das nächste. Aber eigentlich können wir bis zum Tod. Kämpfen, da wir ja in den Pokémon Center wieder respawnen. Oh, das ist gut. Nein. Apollo ist schon mal down und ich weiß, dass Ampharos auch nicht mehr viel hat.
Hallo, Kiorok. Jo, da hätte Ampharos auch keine Chance. Schlag. Na komm, Georg. Hau rein. Danke. Hört sich aber nach Explosion an. Ja. So, jetzt haben wir nur noch Dratini und Huthut. Hallo Golbat, gut Hut, du machst das. Wir verlieren dann zwar ein bisschen Geld, aber ich denke, wir sollten genug Geld haben. Das hört sich nach einem Rihorn an. Dratini! Und das hört sich nach Wickel an. Rihorn. Rihorn müsste Stamm. Müsste einfach mal Stampfer einsetzen. Stampfer oder Furienschlag hat es bestimmt noch drauf. Denn wenn man endlich mal sterben möchte, dann geht's nicht. Ja, natürlich. Das ist so lächerlich. Und flüchten kann ich wahrscheinlich auch nicht. Das vermute ich mal. Flucht unmöglich, natürlich. Ja, es hat funktioniert. Jetzt alles außer dem Rihorn. Es ist nicht wahr! Ich glaube, dieses Rihorn ist in dieses Dratini verliebt. Ich weiß es nicht. Laufen jetzt hier nur noch Rihorns rum, oder was? Danke, Osering. Gott. So, da kommt die Finte. Dratini müsste down sein. Jawohl.
Sind mein Pokémon schon geheilt? Wenn ja, wenn nein. Ja, müssen ja, ja. Okay, als erstes. Das müsste Apollo sein. Ja. Wartet mal, das müsste Horrorblick. Warte, ne, Horrorblick habe ich ja schon oben. Oder? Ich weiß es nicht. Obwohl, ne, warte, Nebulak hat doch eine andere Attacke erlernt. Ich erinnere mich. Tauschen wir die einfach mal gegen Schlecker. Ich hoffe, ich mache es jetzt auch richtig. Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. Sieht gut aus. Mal gleich ausprobieren. Als nächstes Ampharos. Okay, hier ist ein Nebulak, das ist gut. Denkt dran, die Kommentare kann ich erst am Ende des Parts vorlesen. Das heißt, als zweites müssten wir Ampfer haben. Jetzt müsste... Ich muss es ausprobieren. Jetzt kann ruhig ein Pokémon kommen, aber... Jetzt kommt natürlich keins. Doch jetzt, okay. Hallo Georg. Oh. So, Spukball. Jawohl. Das ist schön. Okay, die Bodenattacke gegen Apollo ist wohl sehr effektiv. Als nächstes kommt der Ampharos dran, dann können wir gucken, welche Attacke oben ist. Oh, ein Onix. Ha, immer noch die andere Attacke, okay. Ah, okay, ich weiß, wo ich bin. Ein nach unten. Oder?
Ja. Jetzt müssen wir bei Ampharos sein. Jawohl, das ist schön. Start. Ein nach unten. Jetzt ganz nach oben. Wuchtschlag müsste eigentlich die VM01 sein. Zumindest in der zweiten Gen. Oh, das hört sich gut an. Nice. Gehen wir jetzt erstmal ins Poké-Center, heilen unser Apollo. Ja, das könnten jetzt ein paar langweilige Parts werden, aber dann müssen wir durch. Apollo sollte es zumindest jetzt mal mit Golbat aufnehmen können. Hallo Onyx. Tauschen gegen Imperator. Oh, der Klammergriff. Und Surfer. Jetzt wird's interessant. Spukball! Da kommt der Konfusstrahl, okay. Kann ich mit leben. Komm schon, Apollo. Ach, war ja klar. Und jetzt muss ich auswechseln. Will nicht noch was riskieren. Ampharos, du darfst. Können wir gleich mal gucken, ob der Wuchtschlag sich da anhört. Wenn er denn trifft. Komm schon, Amphi! Ich glaube, dass der Wuchtschlag daneben ging. Ja, da ist er! Aber ich glaube, wir sind verwirrt. Das heißt, Tauros da ran. Nee, Dings ist verwirrt.
Vom Wuchtschlag, okay. Ist gut zu wissen. Glaube ich zumindest. Okay. Wuchtler. Juhu, ich glaube Apollo. Bin mir aber auch nicht sicher. Hallo Onyx. Wir gehen auf Taurus. Da kommt die Finte von Osering. Ich kann euch mal erzählen, was ich heute für Probleme hatte, wenn euch das interessiert. Ich hatte heute versucht, auf YouTube den Zelda-Part, hochgeladen hatte ich ihn schon. Ich wollte ihn halt zur Playlist hinzufügen, weil es die gestern auch nicht ging. Ja. Dann habe ich rumprobiert, rumgetan. Ich habe auch YouTube auf Twitter schon angeschrieben. Und dann nach ein, zwei Stunden hatte ich das dann endlich. Es hat einfach das Thumbnail nicht angenommen. Also, ich weiß, dass YouTube gerade ein bisschen an Umbauen ist. Vor allen Dingen auch mit dem Button. Das seit zwei, drei Tagen sieht da anders aus. Zumindest bei der Playlist hinzufügen. Aber ich bin froh, dass ich es hinter mir hatte. Vor allen Dingen, ich hatte schon eine andere Playlist angelegt, weil ich diese ganzen Zelda-Parts dann da reinziehen wollte, aber dann am Ende habe ich es alles umsonst gemacht und es ging auf einmal. Aber gut. Wuchtler. Aber nicht nur ich hatte das Problem, einige andere Let's Player hatten das Problem auch. Also die einen haben das anders gelöst, die anderen haben das so gelöst. Also es gab wohl verschiedene Möglichkeiten. Hallo Georok! Warum bin ich jetzt auf Flucht gegangen? Und Georok, da bist du ja wieder. Nimm mal Impegator. Ich hoffe, das ist jetzt Impegator, nicht Hut. Und wenn, ist auch nicht schlimm. Okay. Denkt dran, die Kommentare kann ich erst am Ende des Parts vorlesen. Amphi, du darfst. Oh, da kommt der Konfusstrahl. Vielleicht haben wir ja diesmal mehr Glück. Beim letzten Mal waren das, glaube ich, vier oder fünfmal hintereinander.
wo Amphi sich selber verletzt hat. Schauen wir mal. Donnerschlag! Das fünfte Mal. Sechste Mal. Weiß nicht, irgendwie ist Amphi da ein bisschen allergisch. Da ist er doch. Danke. Oh, schon wieder ein Georock. Nimm Impergator. Warum setzt er mal Steinwurf ein? Ich meine. Okay, bei der Explosion ist er weg, aber... Und Surfer. Ein Ursaring. Oh. Das darf Tauros machen. Ich meine, so könnte man auch gut einschlafen und niemand merkt, dann spiele ich im Schlafen. Also, das geht bestimmt auch. Ah. Oh, da kommt unser Rihorn. Stampfer hat keine Wirkung. Hol es dir mal, Apollo. Versuch es zumindest. Versuch es wert. Ja gut, Grimasse, aber... Weil Stampf hat keine Wirkung, es sei denn, es hat noch Erdbeben oder so im Petto, aber ich glaube nicht. Hier ist jetzt der vierte Spukball. Okay, vier Spukbälle, okay. Juhu, Apollo, du erreichst ein Level. Das erste Pokémon in dieser Höhle, was du alleine geschafft hast. Ein Onix. Impergator darf. Und Surfer. Hallo Ursaring. Hm.
Amphoros, da musst du einmal ran. Und Wuchtler. Warum sage ich immer Wuchtler? Fuchtler ist das ja. Boah. Oder? Doch. Noch einer, okay. Ich hoffe, man hört mich vom Ton soweit ganz gut. Ich habe vorhin wieder ein bisschen an den Einstellungen rumgeschraubt. So, Tauros, du darfst. Und Wuchtler. Ja, Fuchtler. Wenn euch der Part zu langweilig ist, könnt ihr ja danach eher vorspülen, aber... Ja... Golbat... Na, das riskiere ich nicht. Wir holen Amphi. Vielleicht hat Amphi ja ein bisschen mehr Glück. Als letztes Mal. Da kommt auch schon wieder der Konfusstrahl. Donnerschlag. Jawohl, endlich mal. Schon wieder ein Ursaring. Ich weiß gar nicht, der wievielte das schon ist, den ich in dieser Höhle besiege. Bestimmt schon 20 Stück mindestens. Aber da müssen wir uns wieder auf Tauros verlassen. Und da kommt die Finte. Georg. Eins, zwei, drei. Abfahrt mit dir, Imper. War das gerade Härtner? Ernsthaft? Okay. Na, vielleicht bringt ihm das ja was, aber ich glaube eher weniger. Weil Härtner steigt ja nur die normale Verteidigung, nicht die Spezialverteidigung. Müsste zumindest so sein. Schon wieder ein Georok, Alter. Das Alola Georok, weiß ich nicht. Ich fand das voll hässlich, ich weiß auch nicht warum. Impergator, du darfst. Ah,
Heilst du aus? Jo, hält aus. Hier tauchen ja kaum noch Pokémon auf, Alter. Hallo, da kommt doch eins, okay. Wieder ein Gyarados, vielleicht haben wir ja Glück. 1, 2, 3, Impegator, du darfst. Ja, nice. Das heißt, Alpollo bekommt die komplette EP für Geowork. Und erreicht ein Level! Noch ein Geowork. Soll ich das Hutut einsetzen? Vielleicht habe ich ja Glück. 1, 2, 3, 4. Hut, zeig, was du kannst! Nein, es setzt Härtner ein. Aber es kann eigentlich nur Explosion einsetzen, weil die Flugart, Bodenattacken bringen nichts. Aber doch die Steinattacke, Steinwurf würde was bringen. Ah, vielleicht habe ich Glück. Komm, setz eine Explosion ein. Ja, nice! Gibt schön viel EP für dich, Alpollo. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Geo, schon wieder. Tauros. Und Surfer. Golbat. Tauros, du darfst wieder. Und das war der Flügelschlag. Könnte auch mal langsam den Level erreichen. So viel Pokémon wieder für die anderen killt. Joa, das finde ich schön. Alpollo, Spukball. Ich glaube, 4 musste ich, ne? Beim letzten Mal. Vielleicht reichen diesmal 3 aus. Ne, 4. Okay. Ein Gyarados.
Du darfst dann, Taurus. Denk dran, die Kommentare kann ich erst am Ende des Parts vorlesen. Nicht, nein, nicht! Buchtler, Surfer. Was passiert nämlich das? Oh, das ist schön. Wieder für Alpollo. Nice. Hallo Ursaring. Ampharos, du darfst übernehmen. Donnerschlag. Was hat denn der Schlecker an? Teddy Ursa kann bestimmt Schlecker, aber... Ursaring? Hallo Onyx! Jetzt wird's interessant. Amphi, hältst du auch durch? Okay. Eigentlich müsste das sehr effektiv sein, aber na gut. Wurzschlag! Das Wuchtschlag müsste eigentlich richtig reinhauen. Aber gut, ich denke, es ist verwirrt, aber... Oder bin ich verwirrt? Da kommt die Raserei von Onyx. Komm schon, Amphi. Oder habe ich keine... AP mehr. Warum keine AP mehr? Hört sich zumindest danach an. Was habe ich da noch? Donnerschlag, Donnerschock und die andere Attacke. Dann bauen wir einmal auf. Das könnte vielleicht Barriere, Lichtschild oder so. Ah, dann würde er Lichtschild Sinn machen, aber es hört sich irgendwie Blitz an. Ich glaube nicht, dass er einfach aus Blitz erlernt. Also von alleine zumindest. So, Alpollo, ich verlasse mich auf dich. Verdammt. Ist ja klar. Okay, gehen wir ins Poké-Center. Und unsere Pokémon erstmal wieder versorgt werden. Oh, stimmt. Uns links neben uns ist da wieder dieses Pantimos, was so viel labert. Zumindest sein Trainer. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.